Gut. Was war jetzt zentraler Inhalt? Ach so, umhören. Gut. Dann lauschen wir doch mal ein bisschen. Hallo, 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 hallo. Was hast du denn zu sagen? Ja, was willst du? Nee, der hat nichts zu sagen. Okay. Hüpf, die düpf. Vielleicht sollen wir direkt mal versuchen, da reinzukommen. Zu Y-Berion. So. Kurz speichern, nicht, dass sie mich direkt verprügeln. Und dann. Ah, guck mal da, das Wohnmobil. So, und dann. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ja, mein Führer. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Herzlichen Glückwunsch, du kennst Lester. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du uns das so wunderbar erzählt hast. Das hat mich tierisch interessiert. So, gehen wir mal rechts lang. Ist ja Rechtsfahrgebot in Deutschland, ne? Deutschland. Rechtsfahrgebot in Deutschland. So, was ist das denn hier für eine Suppe? Ah ja, gut. Das ist wunderschön. Das würde ich mir auch hier in meine Vorhalle stellen. Auf jeden Fall. So. Wer bist du denn? Shani. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ach so, aber Iberion darfst du anwedeln, oder was? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Gut, dann nicht. Dann quatschen wir mal mit Iberion. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Ich und niemand anderes. Was hat es mit dem Fort auf sich? Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der fünf Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. So, wo soll ich denn suchen? Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Und ich weiß auch schon, was uns da Lustiges erwartet. Dann werde ich jetzt mal ein absolut vertrauenswürdiges Versprechen abgeben und. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Alles klar, vielen Dank. Ich habe den Fokus immer noch nicht gefunden, ist ja Blödsinn. So, hier sind die Schlafgemächer von Iberien. Da gehen wir jetzt mal nicht dran. Und du? Geh schon, du darfst nicht mit mir Ach reden. so, ja gut. Das wusste ich noch gar nicht. So, dann machen wir uns mal wieder aus dem Tempel raus. Das war natürlich jetzt schon eine sehr berührende Begegnung, ne, mit Y-Berion. Hast du mir noch was zu sagen? Wie läuft's? Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Seit ich bei Eismann einkaufe, geht's mir doch direkt viel besser. Gut,
Also gehen wir jetzt hin und ach, wir haben eine Karte bekommen, ne? So war das, ja. M, der hat gar keine. Jetzt muss man erst hier, glaube ich, so eine Primärkarte auswählen, oder? Schriften, Karte, Fokuskarte von Iberion. Zock. So. Ja, klar. Wieso kann er mit M nicht die Karte auswählen? Gibt's das hier nicht in den Einstellungen? Los Einstellungen. Tastatür. Gibt's gar nicht. Gab's das erst in Gothic 2 mit Karte? Echt? Okay. Gut, dann halt nicht. Dann hat er wohl Pech gehabt. Ups. Ich höre nicht mehr. So. Also ich brauche jetzt eigentlich gar nicht auf die Karte gucken. Ich weiß den Weg nämlich auswendig. Auswendig. Ich erinnere eben gar nichts dazu. Nö. Ja, der Schläfer möge dich auch mal behüten. Guten Tag. Das ist nämlich da oben. Wenn wir da jetzt hochgehen, das ist da oben. Irgendwo. Ne? Kann man jetzt auch hier auf der Karte, die ich mit M immer noch nicht aufrufen kann. Wenn wir jetzt, müssen wir einmal da hoch und dann wieder zurückgehen quasi. Also, auf! Dann würde ich aber sagen, gehen wir dann erstmal wieder zum alten Lager und machen Berichterstattung. Jetzt ist ja Kapitel 2. Jetzt sind ja wieder die ganzen Viecher alle neu da. Das ist ja immer so, wenn Kapitel neu anfängt, dann... Aua, mein Ohr juckt. Dann sind die ganzen Kreaturen alle wieder neu da. Damit man auch ein bisschen was zu leveln hat. Das wäre sonst langweilig. So. Aber mittlerweile sind wir hier echt schon so welche... So Pros. Wir sind so Prost. Brauchen wir uns gar nicht irgendwie Sorgen machen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Aber ich glaube, Pflanzen werden nicht neu gespawnert, ne? Nee, sonst müssten hier, glaube ich, Pilze stehen oder so. So, der kriegt auch noch auf die Fresse. Zack. Das ist schon cool, wie unser Typ hier. Hallo? Ah, okay. Hat sich gerade aufgehangen. Ist schon cool, wie der Typ sein Schwert hält. Ne, dass er jetzt nicht mehr so komisch damit rumläuft, sondern... Wieso können wir denn jetzt nicht mehr im Lauf... Ach doch, können wir doch. Ich bin einfach nur blöd auf beiden Augen und blind. So, Schriften. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach, ne? Ich kenne den Weg natürlich. So, und jetzt hier rechts, ne? Hier hinter dem Stein am besten, damit das noch alles seine Ordnung hat, so... Hier gehen wir jetzt durch die Bäume durch. Das muss so sein, sonst gehen wir falsch. Und hier auch durch die Bäume durch. Durch die Bäume durch. Durch die Bäume durch. Hier fallen überall Blätter runter. Ist schon Herbst. Guck mal, das sieht doch hier schon fast nach einem Pfad aus. Nur ohne Pfad. Und da ist schon unser nächstes Snacky. Snacky die Snack. Unser kleiner McChicken Burger. Hing da was am Baum? Nee, das ist ein Stück Pflanze, was aus dem Baum rausguckt. Okay. Hier auch. Dann nehmen wir hier die Syphilis oder Seefahrerriss oder wie heißt. Ich habe einen Seefahrerriss in meinem Bug. So. Bei Tiergruppen muss ich dann... Speichere ich dann mal vorsichtshalber doch noch. So,
So, das ist immer hier wunderbar mit dem Kämpfen, weil der sich immer hier so festhängt. Und dann hängt man hier und kann sich nicht mehr bewegen, wie man gerade sehr gut erkennen kann. Und ich kann jetzt im Prinzip eigentlich nichts machen, außer mein Inventar öffnen. Und dann kann ich mich immer noch nicht bewegen. Also ich kann nicht vorwärts laufen. Das ist gerade eine sehr super Situation, muss ich schon sagen. So. Also wenn uns das bei einem schwarzen Troll passiert, dann gute Nacht, ne? Dann kann ich schon mal voraussagen, das wird dann ganz schön. Super Kampf wird das dann, richtig episch. Der haut dann einmal auf uns drauf und dann sind wir Moos. Aber Moos halt, ne? Moos halt. So. Jo, dann gehen wir einfach mal weiter. Tülü, tülü, tirili, tirili, tirili. Speicher nochmal. Ich fress mal kurz was. Bevor ich speichere. So. Dann speichere ich nochmal. Gothic braucht unbedingt eine Quicksave-Funktion. Also, Gothic 3 hat das ja, aber. Gothic 2, weiß ich gar nicht, da gibt es glaube ich auch schon Quicksave, ne? Oder? Ich weiß gerade nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall kann man in Gothic 2 schon die Karte mit M aufrufen. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Ein vergewaltigter Fortschritt. Und, alles andere ist auch wunderbar. So. Tüdüb, 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 tüdüb. So, Höllenpilz und Höllenpilz. Und Sepharis. So, da hat man gerade schon da vorne den netten jungen Mann gesehen. Ich suche hier gerade noch die ganze Welt nach Pflanzen ab. Waldbeeren. Da vorne sind noch drei Pilze. Wobei wir natürlich lieber Kölsch bevorzugen, aber hier kriegt man gerade leider nichts anderes. Das ist hier die Kolonie, die innere, die Mine. Nee, wie heißt denn das? Kolonie? Nee, wie heißt das Ding noch hier nochmal? Die Barriere, oder unter der Barriere, ne? Kolonie unter der Barriere, keine Ahnung. So, auf jeden Fall ist da vorne noch eine Beere. Zack. Dann mache ich hier mal kurz einen auf Speichern. Zack. So, und jetzt stellen wir uns hier ganz episch in den Kreis rein. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Wie? Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Ah ja. Epischer Kampf. So, jetzt ist die Frage, ob wir den umbringen müssen. Oder nur verprügeln. Fokus von der Meeresklippe. Grüße, Vize, Erzbrocken, Reis und Bier. Oder Reisschnaps, keine Ahnung, was das gerade war. So, jetzt, das würde mich gerade mal noch interessieren, ob wir den jetzt tatsächlich komplett töten müssen. Das wird dir noch leid tun. Ach. Haut er jetzt ab? Wie? Gut, gehen wir dem mal hinterher. Der weiß bestimmt schon Bescheid, wo er hingeht. Der hüpft jetzt wahrscheinlich irgendwo runter. Zum Glück hinterlässt er ja eine sehr interessante Spur. Da macht es das einem relativ leicht, den wiederzufinden. Ich tu mal gerade selber hier was futtern, damit wir nicht auch noch hier so eine Spur machen. Eine Spur der Verwüstung.
So. Toll, jetzt ist die Spur von dem verschwunden. Das gibt's ja nicht. Wie ist das denn jetzt passiert? Hä? Das stört mich jetzt aber. Männchen, wo bist du hingelaufen? Hallo? Vielleicht hätten wir den doch besser direkt umgebracht. Jetzt müssen wir nach dem suchen. Das ist natürlich jetzt ganz großes Kino, ganz famos. Ich vermute allerdings, dass er jetzt entweder irgendwo runtergefallen ist. Oder von irgendwelchen Tieren schon gefressen wurde. Naja.